Ahoi, liebe Reisefreunde, zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Kreuzfahrtcamper. Wir sind nach Tangermünde gefahren und haben uns entschieden, spontan doch nochmal ein Reisevideo rauszuhauen. Kommt auch an einem Tag, wo es eigentlich nicht geplant war. Aber wir dachten, wenn wir schon unterwegs sind, dann kann man auch mal die Kamera rausholen. Und warum tun wir das? Naja, weil wir gerne reisen. Nee, weil wir sonst Mecker von Frau Balke kriegen. Ach so. Das. Naja. So, wir laufen jetzt ein bisschen umher. Und wann geht's denn auch richtig los hier? Nach dem Intro. So, dann gehen wir mal spazieren, würde ich sagen. Genau, am Tanger sind wir vorbei. Wir waren schon mal in Tangermünde. Es gibt da einen Stellplatz-Guide. Der ist definitiv nicht mehr up to date. Das können wir jetzt schon mal sagen. Aber jetzt einen neuen werden wir noch nicht drehen, wenn wir irgendwann mal wieder hier sind, weil es muss sich noch ein bisschen was ändern. Da gibt es nämlich einen neuen Betreiber. Genau. Der baut erst. Der baut hier. Es gibt auch schon was. Im Mai werden solche Iglos hier entstehen. Sind nicht ganz günstig. Das haben wir auch schon gehört. Aber das werden wir mal sehen, wie sich das entwickelt. Ja. Sonst hatten wir jetzt schon uns gewundert, weil wir sind ja über Land gekommen, also mein alter Heimat schön lang gefahren, die 188. Und dann sagt der Neni, fahrt mal bitte woanders lang. Und schon gewundert, warum denn das? Ja, das war schon spannend, die Anreise. Ja, und dann kommen wir hier in Tangermünde an. Ja, dann ist hier eine Demo. Jo, genau. Vollsperrung, genau. Polizei, die irgendwie sagen, nee, stopp hier nicht lang. Aber... Also gefühlt eine Bauerndemo, bloß dass ich nicht einen einzigen Bauern gesehen habe. Ja, gut. Aber... Wir wurden vom Ordnungsamt chauffiert. Eskortiert, genau. Super lieb, super nett. Vielen Dank an der Stelle an die, ja, Stadt. Genau, dass darauf gedacht wird, weil der hat gesehen, dass wir da hin wollten. Ja. Ich hatte auch die Polizei gefragt. Und wir wussten nicht, wo lang. Und da ging es auch da, wo das Navi sagt, natürlich gar nicht lang. Logischerweise war da die Demo und die hätten uns da auch nicht reingelassen. Das heißt, wir mussten einfach warten. Aber wie gesagt, gibt immer nette Leute und vielen Dank an der Stelle. Da sind wir sehr froh, dass wir dann doch sehr einfach hier durch Schleichwege durchgeführt wurden. So, das soll es jetzt erstmal von hier gewesen sein. Es ist sehr, sehr windig. Wir machen jetzt nur eine kleine Runde. Wahrscheinlich werden wir dann erst was essen. Jo. Und dann werden wir zum Abend hin eher noch mal laufen, ja, weil dann ist es angenehmer, weil jetzt zur Zeit ist es zu windig, macht keinen Spaß. Mal ein paar Bilder. Ja, hier ist noch alles sehr überflutet. Das ist natürlich noch dem ganzen Hochwasser hier geschuldet. Genau. Aber ja, ein paar Bilder kriegt er da später noch. Zurück im Buggy, weil draußen echt arschkalt. Also der Wind ist so unangenehm, da frierst du ihn ab. Ja. Deshalb sind wir wieder rein und... Berühmt, berüchtigt, ne? Würstchen. Würstchen. Und das an unserem Jahrestag. Tja, so muss das auch manchmal. Wir sind 10 Jahre zusammen und was gibt es? Würstchen. Würstchen. Ja, aber schmeckt ja auch. Wein. Und zu unserem Jubiläum, wir sind nicht alleine. Also nicht nur wir beide sind da, sondern auch so ein richtig Dicker ist dabei. Der Teddybär. Ja, der Teddybär ist dabei und... Ihr werdet euch vielleicht fragen, wieso hatten die einen Teddybär dabei? Reine Requisite. Wir schleppen immer 4 Zeug mit, weil wir meinen, wir müssen Requisite bei haben. Richtig. Stefan, geh mal kurz zur Seite. Jawohl. Und wir haben hier hinten noch mehr Zeug. Also theoretisch hier ein Karton, da ein Karton. Die wurden uns zugestellt, aber wir haben dafür bezahlt. Ja, aber da hast du nichts mit am Hut. Nicht deins. Das Gas gehört zu uns, ne? Ja. Und das andere, da ist was für mich drin. Ja, ja. Oh, Scheiße, oder sonst aber so. Das ist noch da nicht so weit. Da sollte ich nicht draufhauen. Ich mache das ja genauso wie die Promis. Hauen schön auf dem Mikrofon drauf. Das ist ja blöd. Nein, wie gesagt, das Video habt ihr schon längst gesehen, für was wir diese, also den Teddybär, die Kartons werden nicht reinkommen. Ja, werden wir auch dieses Wochenende drehen. Und jetzt werden wir was essen. Und dann werden wir nachher in die Stadt gehen, dann hoffen wir, dass die Demo vorbei ist, weil das ist einfach zu laut und da möchten wir nicht mit reingezogen werden. Dementsprechend schauen wir mal, bei Tangermünde immer eine Reise wert. Auf jeden Fall.
like a river in the dark. You steer me right, you lit the spark. And I can feel you tearing down every wall. Like an early morning breeze, your soft red lips and gentle tease. You must have been sent just for me. Aus Tangermünde. Wir haben es noch nicht mal 7:30, aber da hinten geht die Sonne auf und wir wollen was von diesem Wochenende erleben, weil wir haben viel zu drehen und zu schneiden und deshalb sind wir schon wach. Geduscht sind wir auch schon und ich habe jetzt den Auftrag bekommen, in die Stadt zu laufen und Brötchen zu kaufen. Das mache ich jetzt auch. Geschlafen haben wir sehr gut. War alles relativ ruhig hier. Und wie gesagt, zurzeit keine Mückenplage. Das geht alles. Ja, der Platz, wie immer toll. Wie gesagt, kostet 12 Euro aktuell. Aber da ist Strom inklusive. Und jetzt hole ich Brötchen. Dann gibt es Frühstück. Und dann schauen wir mal, was der Tag noch so bringt. Running from all things at once, without thinking twice. And I knew it would catch up, and that we would be the ones left behind. The stories I've been told, they never seem to leave my mind. And this road that I am on, gotta stay here for some time. Time has gone and I grew up,
I somehow made it through without losing sight. And I still wonder where you are and if you found a way out from the dark. The stories I've been told, they never seem to leave my mind. And this road that I am on, I gotta stay here for some time. Bruises, they come and they go, and we have to try and keep up, 'cause this life's so much more. Tangermünde haben wir hinter uns gelassen. Ja, wie man sieht, strahlendes Wetter, wieder super schön. Ja. In Richtung Hamburg weitergefahren, ne? Ja, wenn wir so viel weitesten sind, ja. Ja, wir sind noch lange nicht in Hamburg, das wollten wir auch nicht. Ist eigentlich auch nicht unser Ziel, weil alles, was wir da haben wollen, ist momentan noch zu. Einzig, wir haben das Bundesland ja schon verlassen. Wir sind jetzt in Brandenburg gelandet und haben die Mündung der Havel in die Elbe. Geführt ist das die Tour. Welche Flüsse münden in die Elbe? Neben den Tanger haben wir jetzt die Havel entdeckt. Genau. Richtig schön. Und was richtig cool ist, von der Theorie her, können wir genau an die Spitze gehen und dann sehen wir genau, wo die Havel in die Elbe mündet. Da werden wir wohl mal cool hier hingucken, ne? Genau. Ja, hier gibt es noch ein Wehr. Zeige ich mal. Ne? Da gehen wir nämlich jetzt rüber, weil wir auf diese Seite dahin müssen. Schaut mal in die Richtung rechts. Ja. Da ist nämlich die Elbe wieder. Genau. Also sieht man hier noch die Havel und die Elbe. Schon schön, ne? Sieht richtig cool aus. Hier in der Nähe soll noch ein Ort sein. Ich weiß nicht jetzt, wie er heißt. Rühstedt oder so. Oder so eine Art. Muss man mal gucken, dass ich das einblende. Da soll ein... Oh Gott, jetzt muss ich ja... ein Storchendorf sein. Ja. Mal gucken, ob wir da noch durchkommen. Ja. Wäre sehr interessant. Und die Frage ist, ob die Störche schon wieder da sind. Ja, hier sind natürlich die ordentlichen Kaventsmänner hier, ne? Um also halt ich möchte nur mal darauf hinweisen. Also wir und haben weiter schon zu steuern. Einige Störche gesehen, ne? Ja, stimmt. Bewusst. Also stimmt. Die Störche sind. Aber es sind noch nicht alle wieder da. Fridolin ist schon wieder da. Bei uns in der Region heißt einer Fridolin, genau. Und oh, ich würde mal sagen, Leute, etwas unter Wasser, ne? Ja, also auch die Havel hat extrem viel Wasser, also man merkt... Da kommt man noch nicht so gut hin, um da wieder, ich sag mal, irgendwas auf- oder zuzumachen. Zumindest so eine nur mit nassen Füßen. Kurbeln dran. Na gut, jetzt wollen wir euch mal gucken, ob wir euch noch was zeigen können. Also, Attacke! Life is a winding road, no telling where it goes. Driving through days and nights, won't stop for traffic lights. And I really wanna know, really wanna know, if I'll ever figure out where the road goes. Even if I'm falling down, I will keep on searching for my highs. You can say I lost my mind, I will keep on holding my head high. Even if the sky is falling down, so high, trust in our wings to fly. Sometimes we're crashing. Und wieder ist ein Videodreh abgeschlossen. Genau, in diesem Video. Genau. Das habt ihr ja schon gesehen. Ja, ich hoffe, ihr hattet auch Spaß darüber. Mir fällt gerade ein, ich habe die andere Szene jetzt gerade nicht
gesprochen. Das muss ich dann einblenden. Hoffentlich vergesse ich das nicht. Aber ich schneide nachher eh das Video, wenn du ja Essen kochst. Ja. Was haben wir jetzt vor? Wir werden jetzt die Havel verlassen. Ja, wir werden wieder an die Elbe fahren. Genau, wir sind ja direkt an der Elbe, kann man ja noch dazu sagen. Dahinter ist sie ja. Und jetzt überlegen wir uns, wo wir hinfahren wollen. Mhm. Ob wir tatsächlich die nächste Mündung machen. Gucken wir mal. Oder was anderes, weil das mit der Mündung, ich hätte damit kein großes Problem, weil das Nö, ich ist, auch nicht. Ist ja auch schön. Ja. Ja, und wir wissen, was wir davon haben. Ja. Und wenn nicht, werden wir es euch auf jeden Fall gleich zeigen. Der Platz ist ja schön, kostenloser Parkplatz hier direkt am Wehr. Wir übernachten aber jetzt hier nicht, weil nee, so schön ist es dann doch wieder nicht. Nein, nee. Also aber wir wollen noch mal kurz was einkaufen. Ja, müssen wir, weil? Die Hälfte vergessen. Da eigentlich nicht. Wir haben eigentlich nur ein oder ein Produkt vergessen. Weil entweder haben wir Spaghetti vergessen oder Mischgemüse. Für morgen dann hätten wir das Problem. Genau, weil wir einfach nicht gucken, ob unsere Sachen an Bord sind. Tja, so ist das. Aber ein bisschen Spannung muss ja dabei sein. Ja. Gut, dann wollen wir jetzt losfahren, ne? Los geht's. The sky is falling down. The sky is falling down. Even if the sky is falling down, even if the sky is falling down, the sky is falling down. Technik, die entgeistert. Nee, begeistert. So, wo sind wir denn jetzt eigentlich hingefahren, nachdem wir die Havel verlassen haben? Ja, wir sind nach Wittenberge jetzt gefahren. Wir sind dann doch mal woanders hin und nicht wieder da, wo wir es immer hin haben. Wir wollten nicht die nächste Mündung. Ja, klar, wäre irgendwie witzig. Aber wir wollten auch mal was Neues erleben und euch vielleicht auch was Neues zeigen können. Wobei wir haben den Vorteil, dadurch, dass wir ja erst Montag früh wieder nach Hause sind. Wir haben noch ein bisschen Zeit, das heißt, wir können auch noch gucken, wo wir morgen hinfahren. Das heißt, wir haben eine relativ entspannte Rückreise, weil das Essen, was wir heute machen, ist auch gleich für morgen. Genau. Wieder völlig tiefenentspannt, wie wir das immer machen. Allerdings nicht so weit weg, weil Montag früh heißt es wieder arbeiten und wir starten sozusagen aus unserem Urlaub direkt in die Arbeit. Das machen wir sehr, sehr gerne in letzter Zeit. Wir gucken also, dass wir eine Viertelstunde von zu Hause entfernt sind, aber bleiben noch im Buggy. Weil's halbe Stunde geht auch, ne? Auf jeden Fall ist das schöner. Jetzt hast du es gesagt, genau, Wittenberge haben hier einen Stellplatz. Da kommt nachher irgendeiner vorbei, 10,50, hat nicht viel zu bieten zurzeit. Irgendwo soll Strom sein, keine Ahnung, wo es sein soll, vielleicht unten. Auf jeden Fall brauchen mit einem perfekten Blick auf der Elbe. Da blenden wir euch jetzt ein Foto ein. Und wir haben aber gedacht, wir gehen noch mal ein bisschen spazieren. Viel von Wittenberge können wir euch nicht zeigen, weil es alles viel zu weit weg ist. Aber ein bisschen, das zeigen wir euch jetzt. Genau. It never rains in California. The sun is always shining right. People are smiling, making plans, hiding behind the shades, and you're doing the same. No rain, no flowers, nothing's growing where you're at. Heart is fire, but baby, I bet you're cold without me. Even when it's 90 degrees, without me, I bet that you can get it. In the bed, lying awake, 'cause I'm not there beside you, keeping you warm at night. No, I bet you're cold. You're so damn cold. It never rains in California. The sun is always shining bright. But if the sky would open up, you're staying home, you don't get out. You always used to love the rain, but LA changed you. No rain, no flowers, nothing's growing where you're at. Heart is fire, but baby, I bet you're cold
without me, even when it's 90 degrees. Without me, I bet that you can get it asleep in the bed, lying awake, 'cause I'm not there beside you, keeping you warm at night. No, I bet you're cold. Ja, 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 ja. Was soll ich dazu sagen? Zu was? Zu der Kacke. Was ist denn jetzt schon wieder los? Was ist denn jetzt passiert? Da steht man da nichts ahnend, ja. Und was denkt sie auf einmal? Platsch. Ich dachte mir so, fängt an zu regnen, guck auf meine Seite und denk mir so, na toll. Hat eine Möwe auf meinen Hasen gekackt. Ja, genau. Also sowas. Also sowas wirklich. Ja, ich muss ja mal sauber machen, ne? Na, wie gut, dass wir Spüli und auch wir hätten sogar theoretisch Waschmittel dabei, damit wir das sauber machen können. Ja, so ist es nun mal. Komische Vögel hier. Bist halt ein bekackter Hase. Nee, erstmal ein bekackter Vogel. Nee, das war drauf. Ah ja. Aber wie gesagt, wir haben keinen Red Bull dabei, sonst hättet ihr sehen können. Oh. Das hätte ich euch aufgenommen, wie er vom Vogel zurückgekackt aber hätte. Hallo, da hätte ich aber mitgemacht, da kannst du aber von ausgehen. Aber sowas von. Ja, sonst... Wie gesagt, wir konnten euch nicht viel zeigen. Es ist viel wirklich kaputt gegangen. Einerseits durch den vielen Bränden, durch die immer wieder Elbhochwasser und auch natürlich durch den Zweiten Weltkrieg ist durch Wittenberge sehr viel kaputt gegangen. Aber trotzdem, das, was noch da ist, ist wirklich sehr schön und kann man sich auch wirklich ansehen. Das ist schon toll. Und wenn es richtig schönes Wetter ist, also warm, kein Wind und ihr habt genug Zeit, dann lauft mal wirklich quer durch die Stadt. Ihr werdet immer wieder was Interessantes entdecken. Das können wir euch auf jeden Fall versprechen. Ich werde jetzt Datensicherung machen und dann fangen wir auch langsam an zu kochen, beziehungsweise, jetzt muss ich überlegen, wie wir das gleich machen. Ja, ich mach das. Alles alleine? Ja. Ja, dann kannst du Kartoffeln schälen und dann mache ich die Bohnen im Speckmantel. Ja, das ist eine gute Idee, so machen wir das. So haben wir eine Arbeitsaufteilung und wir melden uns, wenn wir mit dem Essen fertig sind, denn jetzt werden wir uns auch schön bequem alles machen, ne? So ist es. Essen ist angerichtet. Er hat wieder fleißig war, der Stefan. Und du ja auch, hast du mitgemacht, ne? Ja, ich habe die Bohnen gerollt. Im Speckmantel, also sprichwörtlich im Speckmantel, da ist mehr Speck als Bacon dran gewesen. Ja, alles gut. Aber wenn das gut kross gebraten ist, könnte es lecker sein. Naja, ja, das Problem ist halt die Hitze hier, kriege ich nicht so viel Hitze rein, aber ist egal. Ja. Weil die kleine Platte. Wir werden es sehen. Auf jeden Fall dort hinten, seht ihr gerade nicht, weil der Technik davor steht, da lädt gerade das Video Camper Update hoch, was wir ja heute gedreht haben. Hm. Und ist, finde ich, ein tolles Video geworden. Ihr habt es ja schon gesehen, weil ganz ehrlich, ich weiß gar nicht, wann dieses Video kommen soll. Habe ich echt noch keinen Plan. Aber ja, da lasse ich das irgendwann raus. Irgendwann kommt es raus. Und Stefan wollte ja schon das Glas annehmen. Wir sagen Prost. Prost. Auf einen schönen Abend an der Elbe. Genau. Wir können nämlich jetzt aufs Wasser gucken. Ja, klar, sieht man natürlich nicht so viel. Logischerweise ist halt bald dunkel, aber ja. Mhm. Und wir warten jetzt nur noch auf den Zahlemann. Zahlemann und Sülze. Mal gucken, wann der kommt. Ja, vielleicht ist er das ja jetzt. Mal sehen, abwarten. Schauen wir mal. Nö, glaube, dreht wieder, oder? Nö, nee, der fährt hier ran. Aber ich glaube, das ist nur ein Anwohner. Egal. Wahrscheinlich. Wir werden sehen, auf jeden Fall. Guten Hunger euch und morgen geht's weiter. It never rains in California. The sun is always shining right.